Wir alle wieder lesen in das Buch, den ich kenne, er hat gewonnen. Und dort sagt Jesus, dass das Buch als eine Botschaft, was Bruder Paul Weber gepredigt hat. Und dort erst war in ein Buch tippt worden. Und wir gehen wieder, wo das sagt, wo wird dort waren mit meinen Kindern. Ein von den geratsten und geriebenden Frauen, wird mir völken gefragt wird von allen, ist das. Wer wird dort wohnen mit meinen Sehns und Dächtern? Du sind Vaters und Mutters zu mir gekommen und sagen, sie denken, du mäst jeder Tag an. Sie denken, du fürken an, wann sie zu übelst erst am Bad sind. Sie denken, du an, wann sie zum Morgen abwachen. Sie beten, du Eber. Sie sehen nur eine Antwort. Sie haben noch nicht die Lösung gefunden für diese Frau. Wenn du ein Vater oder Mutter bist, wird für Gott leben wird, dann hast du die Frau in dein Hort, so als du und deine Kinder denkst. Wer wird dort wohnen mit meinen Kindern? Wir haben Kinder gesehen, wird von einem Heim kommen, wo du so siehst, als wenn dort Heim ein christliches Heim ist. Und die Kinder haben ihr Regen von Gott wachgedreht und sind wachgerannt von Gott. Er kann dein Heim nicht. Aber wenn du Kinder hast, wo du verloren gehen willst, und nicht von Gott wollen, dann geht mein Hort. Dann dort mein Hort wohl für ihn. Dort ist ein von den schwarzen Dingen, was einer jemals beleben kann. Dort einem sein Kind verloren wird. Als ich ein junger Vater wäre, dann schafft ich für mein Vater. Er hat ein Geschäft, wo er dort Möbeln machen. Und auch danach verkaufen. Wann wir dort Möbel dann erst fertig hatten, dann fuhr wir nur das Haus, wer dort Möbel bestellt hat, und stellten dort Möbel steckt und nahm. Ein Tag, wie ich an ein Haus, in dem du ein Möbel abstellen. Die Mama von dort Haus, wie du auch rum, und sie fängt an, zu mir zu reden. Sie sehen, wir haben ein 17-jährigen Jungen, wo du einen Sinn lebst. Er rannt sich rum mit Frühs, der trinken und auch Betäubungsmittel, Drogsbrücken. Sei brügt dol in Rot. Sei frug, wat kann wie aus allen dünnen. Ich stund du aus ein junger Vater und wisst nicht, wat ich sein soll. Te de Tiet hat wie eine Tochter. Dann vertalt diese Mama mir, wat sie alles gedonen haben für ihr Sehen. Sie sehen, alle sind doch nun wie das Sehen nur die Kirche. Wir reden immer zu Arm von Gott in sein Wut. Wir sehen Arm, dass er muss wahrer geboren worden. Wir weisen an den wahren Gott. Wir deuten immer beten mit ihm. Wir halten alle Tag an den Bibeltimer tippt mit ihm. Und wenn die Eltern auch all das gedonnen haben, mit ihr Jung, lebt das Jung, sie leben nicht mit Gott. Ich stand durch und sie frug mich diese Frau, was können wir deinen? Den Tag hat ich keine Antwort für diese Mama, wenigstens ich würde krieg all das mit meiner Tochter deinen, was sie mir sieht, was sie haben mit ihren Sehnen gedonnen. Was sie mir groß alles vertraut hat, dort sieht mir, dort dort schafft nicht. Ich habe mit dem gekämpft für mehrere Jahre. Mord, wie aus allen, durch das Leben gehen und bloß in Bett zu hupen, dort Dinge wurden fern übertrieben mit unseren Kindern. Ein Schlüssel zum christlichen Kindern abbringen, das ist die Überschrift, ist das. Ich würde gleich mit Jünd Top mit zu teilen, was ich glaube, was der Schlüssel erst dem christlichen Kinder abbringen. Ich will nur was Fagen gehen und nur das ein Schlüssel kicken. Das ändert mein Leben mal ganz aus ein Vater und auch für uns und uns Heim. Das ist eine Prophezeiung von Johannes der Täufer. Malachi 3, Vers 23 und 24 sagt so aus das. Kick einmal, euer die Grüter, reichlicher Gerechtstag vom Herrn kämpft, dann wo er gönnt den Prophet Elia schicken. Der seine Predigt wird heute vorderst drehen nur ihre Kinder drehen und die Kinder drehen nur ihre Eltern drehen, so dort er die Erde nicht wo fluchen möchten. Als Johannes der Täufer kämpft, dann hat er hauptsächlich eine Botschaft. Was wird diese Botschaft? Böse. Dort wie seine hauptsächliche Botschaft. Möcht der Menschen reut, sie dort sei den Herrn annehmen wollen, wann der Herr kommen wird.
Diese Prophezeiung sagt, wenn Johannes der Täufer kommt, er wird der Vater Träne Gott drehen, er wird Mutter und Kinder Träne Gott drehen. Böse es, wenn wir sind, den rechten Weg gegangen, dann drehen wir arm und gehen den anderen Weg. Wir dürfen nicht mehr dort, wo wir ihr steuern. Wir schaffen nicht mehr so, als wir ihr schaffen deuten. Wir leben nicht mehr so, als wir ihr leben deuten. Wir drehen arm. Wir ändern ganz. Das sagt von Johannes der Täufer, wird kommen mit dieser Botschaft von Armdrehen. Dann wird heute die Horten von der Vorderschen Erde Kenia drehen. Ich will haben die Seelen der Wahrheit hier machen. Gott sein Wort sagt hier, dort wenn du als Vater wirst büßen deinen für Gott, dann wirst du den Hort nur deine Kenia drehen. Bemerkt, was hier dann passiert. Dann wurden die Kinder erhört, nur die Vater drehen. Das ist ein wichtiger Punkt, um eine gottesfürchtige Familie abbringen. Wenn wir uns hört, nur an die Kinder drehen, dann wurden sie erhört, nur uns geben. Wenn du dein Kind erhört nicht hast, wirst du nicht die Worte kennen, wieder geben, nur dein Kind. Der Schlüssel zum christlichen Kinder abbringen ist, dass du kannst das Wort von dem Kind kriegen und das Wort von dem Kind hüllen. Das meint so viel, dass du ein Vertrauen hast auf das Kind, dass dein Kind dich vertrauen wird. Das ist wichtig, dass du das Wort von dem Kind gewonnen hast, wenn dort noch ganz jung ist. Du kannst dort gewinnen wie ein sehr, sehr junger Ella. Das ist nicht schwer, dein Kind sein Wort zu gewinnen wie ein sehr junger Ella. Aber du kannst das Wort von dem Kind auch verlieren, wenn er 3 Jahre alt ist. Und dort kann auch passieren, dass du das Wort niemals weiter trägst. Wenn wir Gottes Fürchte Vater und Mutter sein, dann müssen wir das Wort von unseren Kindern gewinnen. Ohne das Wort von dem Kind kannst du das Kind lehren und lehren, aber du wirst keine Wahrheit nur das Kind geben. Das ist, warum diese Mutter ersehen sich hat wahrgedreht von Gott. Die Eltern haben am viel gelehrt, aber haben nicht die Wahrheit wiedergegeben. Die Wahrheit wird nicht nur das Kind in Hort gekommen. Sie haben kein Vertrauen mit ersehen abgebildet. In Lukas Kapitel 1, Vers 16 bis 17 ist ein Wort aus dem Neuen Testament, was du verlegt hast mit dem Wort in Meliache. Er wird viele von dem Volk Israel Tränen den Herrn ihren Gott bringen. Er wird in der Kraft und Geist, der Elia hat, vor dem Herrn gehen und die Vater ihre Horten mit den Kindern zu bringen und die Angeleibenden zur Besinnung bringen, die Gerechte ihre Weisheit anzunehmen, den Herrn ein Volk reuten mögen. So dass wir unsere Kinder können reuten mögen für den Herrn, fehlt dort, dass wir die ihre Horten erst gewinnen. Wenn wir die Horte erst gewonnen haben, dann können wir die lehren. Vater, wenn wir dort nicht vor dich bringen, die Horte gewinnen, dann wollen wir dort auch nicht vor dich bringen, die Reute mögen für die Liebe, die Gott uns anvertraut hat, was wir mit Ernt mitteilen sollen. Das gilt auch für uns als Mamas. Wenn du dort Horte von den Kind gewonnen hast, dann weißt du, was angeht an den Kind sein Leben. Du kannst das Kind anwiesen, nur Gott. Kinder wollen ihr Hort nur die geben, wenn du als Vater oder Mutter den Hort nur dort Kind gibst. Ich will jung wiesen, wie je jung Kind ihr Hort verlieren und wie je kennen dort Hort von dort Kind trägerieren. In 2. Samuel Kapitel 13 ist eine Geschichte von einem Vater, was sein Sehen sein Hort verlor. Dem Vater sein Namen wird David. Er verlor sein Sehen, Absalom sein Hort. David hat 3 Kinder, Amon, Absalom und Tamar. Er hat noch mehr Kinder, aber ich will bloß von diesen 3 reden. Die Bibel sagt, dass Tamar wie eine Mial, was durch seinen Geschmack sagt. Absalom und Tamar stünden sich sehr gut. Amon, der älteste Bruder, kriegt eingefallen an seine Schwester Tamar und vergewaltigt Tamar einen Tag. Absalom wird sehr bitter über sein Vater, wenn es der Vater Tamar nicht beschützt hat. 2 Jahre später hat Absalom einen Fasten rückt seinen Bruder töb. Er wird so furchtig und doll über Amon, dass er seine Däune sieht.
Wir wollen Amon bedrängen, und dann, weil wir haben, wir sollen Amon dort merken. Aus Amon ist bedrunken wir, dann gingen die Däuner und merken Amon dort. Dann verleiht Absalom und ging nur Jeschua. Er ging weich und wollte nicht von Gott weiten, Vodersch und Muttersch. Wenn die nicht das Wort von jenen Kindern gewonnen haben, dann können die auch nichts erwarten. Die können durch verloten, dort irgendwas kompensieren. Die können durch verloten, dort jene Kinder waren gehen und sehen. Eine von der traurigsten Erfahrungen ist dort zu sein, wenn eine Tochter oder ein Sohn verloren wird. Wenn du ein Kind hast, was verloren wird, dann sieh ich mir sicher, dass du bist sehr bekümmert über dein Kind. Die Verantwortung für das Kind seiner Ewigkeit liegt auf deinen Schultern. Das ist eine sehr wunderbare Verantwortung, was wir nicht trauen können. Aber du sind Rechtlinien und Gott sein Wut, was uns helfen können. Ich weiß, dass Kinder haben, du wirst noch einen wählen und machen ihre eine Entscheidungen machen. Aber die Kinder, was wir haben, hat Gott uns unvertraut. Manchmal sieht ich besiegt, ein Bruder ab Neues gewas in unserer Versammlung, und das Bruder, der rot wegen seinen verlorenen Sehen. Er wird sehr bekümmert über sein Sehen. Aus unserer ältesten Tochter starb, Menschen kämen zum Arsenen. Denn nur mehr kam ein Mann auch, kicken und sah sich bis sie mit Dol. Wir deuten trüren, und uns deut dort so weh, dass wir heute unsere Tochter muss aufgeben. Er sah sich doll und deut seine Hand auf meine Knien ab. Er sagt, Paul, ich hab ein Sehen, was ich wirklich hier so aus der Hand leihen würde, so aus was deine Tochter hier liegen wird. Und er kann das Mann auch sein Sehen. Sein Sehen will nicht weiten von Gott. Den Tag liet ich wort, was ich noch nicht euer gewusst hat. Dort, schwander erst ein Kind haben, was nicht für Gott leben wird, aus dem einzigen Kind, am Sorg nennen leihen und dort begruben. O, dort macht sie weiterhin, Vodersch und Muttersch, ich sie hier zum Jünd warnen und Rechtlinien geben, von ut Gott in Wut, wort Jünd helfen wird. Ich vertraue, dass China von uns wird jemals verloren gehen, aber wir müssen kennen die Wahrheit wiedergeben. Wenn du dein Kind erhört verloren hast, dann ist dort neidisch, dass du all dort andere liegen lässt. Nicht in dieser Welt ist welcher für dich, als dort du gehst und prüfst, dort Wort von dein Kind treten. Du musst dein Kind sein Vertrauen treten. Du musst dich dort nur stehen, wo dort mit dein Kind steht. Dort macht die vielleicht viel kosten. Dort macht die vielleicht deine Arbeit kosten. Dort ist ein Ding, was dort kostet. Du sollst alles legen lassen und seinen dort Wort treten gewinnen. Wenn du dort Wort nicht hast, dann wirst du anfangen, dort du kannst nicht die Wahrheit wiedergeben. Du musst wahrlich sein, den Priester tollen. In Pirken, dort wo das kosten, das sei etwas, dort kann ich einst mal sagen, dort wie wurde man die Flecksache testen, dort wie haben dort falsch behandelt. Vielleicht sei wie irgendwo zu streng gewesen, zu hünsch gewesen. Oder was immer dort gewesen ist, falsch beschuldigt vielleicht und nicht haben sorry gesagt. Wie mir gefällt es, dass ich in ihr soll sein, denn. Aber wie kann er dort abnehmen? Ich würde jeder Mama und jeder Papa mitmachen. Mit den Kindern auch trägt die Stahle. Vielleicht sagst du, oh, dann habe ich alle Autorität verloren. Ich habe gelernt, Mamas und Papas dürfen nicht trägt die Stahle. Na, wer würde dann trägt die Stahle? Von wo sollen die Kinder dort dann lernen? Ne? Wenn ich mich verschuldet habe an meine Kinder, ich habe kreuz Geld, der abgeholt, dort trägt die Möcke mit den Kindern, aus den Kindern, wenn sie sich bei mir verschuldet haben, und dann mit mir auch die trägt die Stahle. Ne? Ich wünsche uns alle sehr viel Weisheit von Gott, Kraft und seine an die Kinder ihre Hortjes zu gewinnen. Auch Friede über zu reden. Erst die eins Wort, was ich dir getan habe. Voll die Friede. Und wenn das Kind dort sei, der vielleicht dort du und du hast du in seine Ehe falsch gehandelt. Ich glaube, wenn wir nur das Hortje von dem Kind hören würden, dann würden wir dort hören, wie haben dort was getan. Dann sollen wir nicht uns verteidigen, dann sollen wir sagen, dort hat mich sehr leid. Hast du Rühm an dein Hortje, mich dort zu verzeihen, dort ich du so streng wie, oder dort ich du so sehr schachte deut, oder dort ich die falsch behandle deut, dann habe ich
Und sie kennen ja ihr Horti, Jelana.